Kommandeur der Objektschützer, Oberstleutnant Hans-Peter Dorfmüller, ist stolz, dass es mit weniger Sammlern und in kurzer Zeit gelungen sei, für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 12.775 Euro zu sammeln. Ohne die Unterstützung der Bundeswehr, die fast 40% der Spendengelder für die Kriegsgräberfürsorge einwerbe, sei diese Aufgabe nicht zu leisten. Frieslands Landrat Sven Ambrosi lobte das Engagement der Soldaten und dankte ihnen zudem für ihr Engagement beim Aufbau und Einrichten von Flüchtlingsunterkünften in Friesland.